Ja, das KZ-Nebenlager in Zipf ist gelaufen unter dem Decknamen Schlier. Es war unter einer sehr hohen Geheimhaltungsstufe, weil dort wichtige Teile für die V2-Rakete, für die sogenannte Vergeltungswaffe produziert worden ist. Und deswegen ist eigentlich der Name Zipf gar nie genannt worden in den Protokollen, sondern um das zu verschleiern, ist das Nebenlager unter dem Decknamen Schlier gelaufen. Das Nebenlager ist im Oktober 1943 errichtet worden und schon im Dezember 1943 hat das Lager den Höchststand an Häftlingen erreicht mit rund 1900 Häftlingen, die da waren. Der Lagerschreiber, der Dr. Paul Lecair aus Frankreich, hat das Totenbuch geführt und dem ist es auch zu verdanken. Der hat bei Kriegsende ist ihm die Flucht gelungen und er hat das Totenbuch retten können. Und so weiß man ziemlich genau, dass 267 Menschen gestorben sind. Das Lager in Zipf war sehr, sehr brutal und hart. Die Arbeiten, die dort zu machen waren, Betonbunker betonieren im Winter bei Kälte ohne technische Hilfsmittel, war sehr, sehr kräfteraubend und es sind etliche Leute einfach an Entkräftung gestorben. Es sind aber auch etliche Leute richtiggehend ermordet worden durch Erschießungen und so. Und es ist eben einiges sehr, sehr gut dokumentiert, eben weil der Paul Lecair dann auch ein Buch geschrieben hat über das Ganze. Und die so gut dokumentiert ist.